Herzlich willkommen zu die Ja. Abenteuer auf dem Minecraft-Server von der Kellerkind.org. Ja, also, Fantastisch! mein lieber Freund, ich muss ja sagen, 90.000! diese Einführung in dieses Spiel, das wir hier spielen, das haben Sie wirklich sehr professionell gemacht. Ja, das ist auch meine große Hobby, weißt du? Ja, sag mal. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich hoch in die Mobfarm? Bauen wir da? Wir könnten da auch eine Showbühne bauen. Ja, die haben wir doch schon gebaut. Die ist mindestens 128 Stufen lang. Das ist ja so viel wie 1000 Gummibärchen aneinandergereiht. Auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen hier bei Minecraft auf Kellerkind.org. Wir haben so zwei Spaßkomiker eingeladen, die jetzt statt Emke und Jeef mitspielen. Hallo, Spaßkomiker! Hallo! Hallo! Ich Seid freue ihr mich hier zu Captain sein. Picard? Wie ihr merkt, die haben beide einen an der Waffel. Warum Aber wollt ihr euch denn deswegen sind sie zeigen? doch hier! Ich meine, ich kann auch reden wie Jar Jar Binks, aber dann schalten alle ab. Töte ich dich. Wie sie ihre Zuschauer sehr schnell verdienen. Du Verlieren. Güte gut, was ich da reden! Junge! Stirb, stirb, stirb eines qualvollen Todes. Vergessen musst, was bisher du gelernt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, hallo, ich bin der Weder. Mein Name ist Weder. Bei mir in der Kneipe gibt's, in der Nähe gibt's eine Kneipe, die heißt Darth Vader. Eine Dartspielkneipe. Will Vader. Shut up, Wesley. Plitscher, Plätscher, Vader. Sitzt mal Plätschern glücklich kann doch jeder. jeder. Oioioi, ist das hier aber hoch. Und das ist jetzt eine Mobfarm oder was, dieser Noch Klingel. nicht, noch nicht ganz. Die Verarbeitung funktioniert noch nicht, aber die Plattformen selbst sind vorhanden. Hä? Hier ist doch nur eine. Wie komme ich mit da hin, nebenher bemerkt? Oben Ich ins komm. Tor. Ja, aber dann seid ihr nur auf der Ebene unten drunter und viel anderes müsst ihr später nicht ran, deswegen hatte ich das Portal dahin gesetzt. Gib mir eine Sekunde. Ich hole gerade noch neue Steinziegel. Ich habe noch ein paar. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge American Gladiators. Speedy holt gerade neue Steinziegel. Yeah. Aber das ist wirklich für American Gladiators schief, wenn du mal hierher kommst. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Also ich gehe Geht's leider runter hoch. in der Hütte. Ne, Moment, erstmal gehe ich in der Hütte runter. Nee, ja. Du musst dich ja erstmal in den Nether teleportieren. Und dann gehst du die Leiter komplett hoch. Moment. Gott, wie umständlich. Es ist ein kompliziertes Netzwerk von Verflechtungen und Verknüpfungen. Ja, ich kann da praktisch überhaupt nicht durchblicken. Ah, Hä? ich verstehe. Oder wie oder was oder wer oder wie oder warum oder wieso oder schwarzer Kaffee, Junge. Echt jetzt? Ja, kann man doch auch Milch reintun. Kaffee, Junge. Echt jetzt. So schwarz, so echt, so ohne Ja, alles. Junge, ich will dir das jetzt echt mal erklären. Also, schwarzer Junge. Ich Siehst du, hätte ja wenn du da gern. Milch reintust, dann ist er doch nicht mehr schwarz jetzt. Echt Ich nicht. hätte ja gern Monster in meinem Kaffee. Please don't talk about monsters. Hm. Das ist aber mir ein bisschen zu hart. Ach ja, die gute Counter-Troy. Ich wette, 80% unserer Zuschauer haben keine Ahnung, wovon wir sprechen. Dann Halten uns für erleuchte noch bekloppter, sie. als wir ohnehin sind. Nö. Das Mysterium ist mir in diesem Fall lieber. Gib ihnen einen Tipp, damit sie entsprechend sich informieren können und nicht Ich dumm sterben. kann ihnen Nein. keinen Tipp geben. Der Tipp wäre sinnlos. Ist wie American Gladiators, oder? Ein bisschen, ja. Ich frag mich, ob da unten eine Wasserfläche ist.
Es sieht nicht danach aus, nein. Nee, Wüste sorgt im Allgemeinen dafür. Ja, aber wie kommt man denn jetzt von hier zum Spawner? Noch gar nicht. Soll ich Steine hochbauen oder was? Nein, Sand, bitte. Ich habe aber keinen Sand. Das reicht. Ja, ich komme doch wieder zurück und ich mache das dann mit Sand. Und dann darfst du Leitern dran klatschen. Speedy, ich hab Angst. Ah, ich hol mir jetzt ein Minenkart. Das ist mir zu blöd zu laufen. Laufen, Junge. Echt jetzt, so mit Füßen und so? Ja. Oh, MK hatte Sand dabei. In the Nether, in the Nether. Oh, jetzt kriege ich aber Höhenangst. In the Nether, there is no water. Toot. Ich mag Züge. Mist. Hui. Yay, yeah, ich bin im Bobspawner. Wuhu. Dann folge ich dir jetzt. Du Monster. Tut tut. La 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 la. Lall hier nicht rum. Lallrabische Nächte sind, wie jeder weiß, viel heißer als Eis. Und noch ein Copyright Strike. 90.000 und dein Schiff, Speedy. Ich glaube, wir könnten hier gut 90.000 Meter hoch sein. Das ist ja mehr als 3 Packungen Gummibärchen übereinander, oder? Verdammt, ich hab nicht genug Sand. Nein! 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 Speedy, darf ich Stein benutzen? Ja, darfst du. Nee, Moment, wie viel Sand fehlt dir denn noch? Du hast Sand dabei, oder? Nö, nope, kein Sand. Ah! Ist da ein Creeper unten? Ach nee, da ist ein Creeper da unten. Vorsicht, MK. Achtung, hinter Creeper, dir. Creeper, MK. Krabbel hoch, scheiße, krabbel hinterher? Weiter. Krabbel nein! Weiter. Oh Gott. Nein. Krabbel weiter, MK. Oh Gott. Was ist das? Passiert doch nichts. Der sieht mich doch nicht. Ey! Oh Gott. Samha, was soll denn der Scheiß? Ich sollte weiter krabbeln, ich wollte abschießen. Die können doch Leitern hochklettern. Nein, können sie nicht. Na klar können sie das. Was macht ihr denn hier? Jetzt mach doch mal den Stein da weg. Welchen Stein? Hast du etwa Sand? Ich hab noch 8 Sand dabei, das sollte reichen, oder? Yep. Dann gehen wir da weg. Teamwork! Ja, steh drauf und spring hoch, Mensch. Jumpstart. Ja, ich musste ja erstmal oben drauf kommen, sorry. Profis am Werk. Oh mein Gott. So. Das war extrem einfach. So, da und so kommt man dann auf den Mobspawner rauf. Der aussieht wie eine gigantische Raumstation oder ein Mond. Junge, das ist kein Mond. Guck mal, man sieht den Todesstern von hier aus. Das ist kein Todesstern. Glaubst du nicht? Das ist eine vollbemannte und einsatzfähige Kampfstation. Die Ebenen sind ja alle ausgebaut. Wofür brauchst du denn noch Stein? Ach nee, hier fehlt noch ein bisschen was. Die Wand. Jetzt macht er auch noch Filmwerbung hier.
Und für die Redstone-Kanäle. Die Wand einfach nach oben, oder wie? Ne, Moment, hier, die obere Platte ist noch nicht breit genug. Ja, die kannst du noch breiter machen. Dude! Oh, Herrgott, ihr bei Kellerkind, ihr seid ja ziemlich breit aufgestellt, oder? Ein erster Zombie ist gespawnt! Yeah! Da-da-da-da. Ich verstehe diese Bauart nicht. Das ist ja nur so ein kleiner Monster-Spawner. Die große Version kostet noch wesentlich mehr Ressourcen. Ich verstehe diesen Aufbau nicht. Erklären Sie es mir einmal. Ja, Sie hören Sie. Monster. So böse Monster. Spawnen nur, wenn es dunkel ist. Also richtig böse Monster. Ja, mit großen Schwänzen. Mhm. Bin ich Ihnen jetzt zuvor gekommen? Ich wollte schon immer mal so ein richtig schönes Monster kennenlernen. Genug jetzt davon. Es ist einfach. Wir verlieren alle Zuschauer. Ist doch egal. Es ist. es ist lustig. Wer das nicht mag, hat hier eh nichts zu suchen. Das stimmt. Ich hole mir weitere Steine. Wenn du Bruchstein brauchst, habe ich noch 3 Stack dabei. Nee, wir brauchen Steinziegel. Ein paar sind unten im Ofen und da ist schon wieder ein Creeper. Ich habe Steinziegel in Mess. Diese kleine Plattform ist ein wesentlich effektiverer Mob-Spawner als alles, was wir da oben bauen. Na! Verzeih mir, dass ich lache. Ich kann es absolut nachvollziehen, so ist es nicht. Vielleicht sollten wir ein paar Fackeln auf die Plattform stellen. Das wäre mein Verbesserungsvorschlag. Oder ist schon getan. Okay. Naja, über kurz oder lang hätte sie kommen müssen. Die wird ja noch ausgebaut. Es wird ja noch ein kleiner Raum, der dann unten drunter hängt. Ich baue jetzt gerade die Kanäle unten drunter, damit die Monster in die Mitte geführt werden. Chief? Ja. Wir zwei haben wieder Gleichstand. Ja, mein Gott. Ist ja nicht so, dass ich 4-mal gestorben wäre oder so. Ja, also wirklich, das wäre mir peinlich. Oh, ein Creeper. Creep no longer. No creeps today. Ich glaube, hier in der Gegend kriegt man die Erfahrung schnell wieder. Ja, ich bin schon wieder auf Level 11, also von daher. Ich bin auf Level 8. Ich bin gerade eben erst gestorben. Was zur Hölle? Ja gut, du hast aber dein Zeug eingesammelt, oder? Das stimmt. Ja, da waren ja einige. Ja, mein Zeug hätte das Speedy eingesammelt. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder richtig ausrüsten. Ich glaube, ich habe alles gefunden. Die schlimmsten Begebenheiten in der Menschheitsgeschichte sind alle dadurch verursacht worden, dass Menschen im guten Glauben gehandelt haben. Was? Ich glaube, Gott würde es gefallen, wenn ich alle Ungläubigen töte. Was Menschen so alles immer glauben. Was bringt dich dazu, das jetzt zu sagen? Du verstörst mich. Ja, du glaubst, du hast alles gefunden, aber jetzt stell dir mal vor, so ein Creeper findet deinen Bogen und macht damit Unfug. Das wäre ziemlich beschissen. Hier fallen Steine runter, hört auf, das ist gefährlich, die fallen mir auf den Kopf. Au! Ich glaube, ihr wollt mir Böses. Bin mir nicht ganz sicher. Nur dein Bestes. Und dein Geld. Ja, sagtest du doch gerade, mein Bestes. Und 90.000 und ein Schiff. Ah, ein Schiff habe ich leider nicht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich es irgendwo vergünstigt kriegen kann. So ein schönes Schiff. Ja, apropos, hast du schon irgendwas im Ausblick oder irgendwas, was fährt? Bitte, elaboriere.
Naja, du musst dich ja aufgrund geänderter Lebenssituationen ja jetzt auch ein wenig anpassen. Hast du da schon irgendwas im Hinterkopf, wonach du gucken willst, oder irgendwas mit vier Rädern? So, nee, irgendwas mit vier Rädern werde ich mir dann später besorgen, wenn ich umgezogen bin. Aber erstmal werde ich umziehen, na klar. Ich will ja auch eine bessere Wohnung als dieses Rattenloch, wo ich derzeit bin. Meine Wohnung hat nämlich keine Badewanne, liebe Zuschauer. Und kein Balkon. In solchen Verhältnissen lebe ich. Ja, Jeder Tag ist wie Folter für mich. Badewanne habe ich auch nicht, Balkon habe ich aber. Ja, das ist hart. Dann wisst ihr ja, den Schmerz, den ich täglich ertragen muss. Das Ey, das ist Leid, echt schlimm. das In ich auf meiner mich alten nehme. Wohnung, hätte ich alles Geld der Welt für eine Dusche gegeben. Jetzt würde ich alles Geld der Welt für eine Badewanne geben. Eine Badewanne ist doch normalerweise auch eine Dusche. Naja, so eine richtige Dusche, da springst du rein und Badewanne ist schon immer ein bisschen trickier. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Badewannen, die ich kenne, die haben dann noch einen Duschschlauch. Da kannst du dich dann noch drin duschen. Ja, das hatte unsere alte, ich meine, du musst den Duschkopf hier auch irgendwo aufhängen können und so. Und ansonsten Ja. ist das ja halt alles ein bisschen doof. Ja, das hatte unsere alte alles nicht. Ja gut, das kann man ja nachrüsten. Solche Sachen kriegst du ja im Baumarkt. Schraubst an die Wand und fertig. Wow, Speedy, das ist gefährlich, dass du Sachen unter mir wegbuddelst, wenn ich da langlaufe. Wieder da. Hier Soll ich nicht dich nochmal rein. runterschubsen? Wieso? Du hast mich ja nicht runtergeschubst. Oder Nee, hab arbeitest du ich. etwa mit dem Skelett zusammen? Das handelte in. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Wie kommt man denn jetzt hoch? Ja, irgendwie gar nicht. Speedy! Du musst an die Leiter springen. Den Teufel werde ich tun! Was denn? Was soll denn schon passieren? Ich hab's hier unten doch umgebaut, sodass du hier die Leiter wechseln kannst. Nee, kann man eben nicht, weil da überhaupt kein Fußboden war. Fußboden muss aber sein. Ein Fußboden. So mondän! Ein schöner Boden aus Füßen. I. Zombie-Apokalypse oder die Eukalypse. Es regnet Eukalyptus. Halleluja. Die Eukalypse stelle ich mir ziemlich eklig vor. Aber sehr frisch. Das mag schon sein. Außerdem, ich mag Eukalypse. Eukalyptus. Eukalypse. Vielleicht bin ich ein Koala, man weiß es nicht. Vielleicht sind wir alle Koalas und wissen es nicht. Alle Koalas in einer riesigen Matrix-Batterie. Erklärt mir mal einer, was schlimm daran ist, in der Matrix zu sein? Also außer, dass man mit Keanu Reeves rumhängen muss. Das dürfte doch schon so mit der schlimmste Punkt sein. Er war nicht in jedem Film schlecht. Nein. In dem eigentlich auch nicht. Ich mag Nenne Keanu Reeves. mir drei gute Keanu Reeves-Filme. Matrix 1. Bill & Ted's verrücktes Abenteuer und Bill & Ted's Reise durch die Zeit. Ha! Du solltest Speedy nicht helfen. Ach so, ich dachte, das war als Aufgabe für die Gruppe. Ich wusste nicht, dass das nur für bestimmte Mitglieder gedacht ist. Entschuldigung. Ich habe sogar noch Nenne mir einen. jetzt. Konstantin! Oh mein Gott, Konstantin ist so schlecht. Echt, ich finde ihn toll. Ich hätte Also jetzt wenn aber du auch Konstantin gesagt. mal Hellblazer gelesen hast, dann weißt du, wie Konstantin auszusehen hat und wie Konstantin zu sein hat. Habe ich aber nicht und infolgedessen mag ich den Film. Ja, oh Gott, der Film ist so schrecklich. Na gut, wir finden sicherlich noch einen anderen, aber da müsste ich jetzt erst auf IMDb gucken, weil so gut ist mein Gedächtnis nicht. Weißt du was? Ich mach's einfach gerade mal. In der Zwischenzeit nenn noch ein paar schlechte Filme mit ihm. Matrix 2, Matrix 3, Ja, okay. Nicht Matrix-related. Der komische Film, wo der da mit dem Moped wegfährt. Oh, wie hieß der? Ghost Rider? Nein, das war Nicolas Nein. Cage. Nein, da geht auch irgendwie so ein bisschen die Welt unter und so. Ghost Rider? Was ich auch ziemlich schlecht finde.
Auch wenn er nicht mit ihm ist. So, Keanu Reeves. Mein Gott, der Mann sieht aus wie 30. Immer noch. Wie macht er das? Suspicious Neo is suspicious. Aber ernsthaft? Ja, was haben wir denn hier? Matrix ist ja nur durch Lawrence Fishburne gerettet worden. Och, ich weiß nicht. Hey Chief, ich kann Kung Fu. Dann zeig's mir. Das war jetzt eher Vin Diesel. Oh, oh, oh! Dracula! Der hat in einem Vampirfilm mitgespielt, das erklärt, warum er ein Vampir ist. Er spielt in Renfield, oder? Johnny Mnemonic. Kein schlechter Film. Boah. Ich weiß nicht, ich fühle mich generell nicht von Keanu Reeves Film angesprochen. Er ist kein besonders spannender Schauspieler, das gebe ich zu, aber ich finde, das macht ihn perfekt für solche Rollen wie Neo. Er ist im Grunde genommen, er spielt ein Dutzendgesicht in dem Film. Er spielt praktisch jedermann. Das ist das, was es ja so interessant macht, finde ich persönlich. Ich meine, wenn es von Anfang an irgendein super charismatischer, spannender, extrem gut aussehender Kerl gewesen wäre. Aber es ist halt so, Keanu Reeves. Jetzt stell dir mal vor, Neo würde von Christopher Walken gespielt. Der Film wäre um so vieles besser. Es wäre ein komplett anderer Film. Nicht, dass ich ihn nicht sehen würde, auf jeden Fall. Ich würde den wirklich sehen wollen. Nee, dann lieber... Ich bin in einem Gang, warum? Dann lieber Christopher Walken als Agent Smith. Definitiv. Komm schon. Das ist ihm, glaube ich, sogar angeboten worden, wenn ich das richtig verstehe. Christopher Walken? Ja, der hat abgelehnt. Nee. Christopher Walken lehnt keine Filmrollen ab. Er spielt in allem mit. Er spielt sogar in Pornos mit. Also würde mitspielen, wenn ihn einer fragen würde. Christopher Walken. Ich wollte gerade fragen, woher du das wissen willst, dass er in Pornos mitspielt. Ich glaube, er hat das mal gesagt, dass er das sogar machen würde. Deswegen spielt der Mann in allen möglichen Filmen mit. Der betrachtet jede Filmrolle als Möglichkeit zum Üben. Es kann natürlich sein, dass er zu dem Zeitpunkt in andere Projekte eingebunden war. Das ist durchaus möglich. Alles, was ich weiß, ist, dass Will Smith ursprünglich die Hauptrolle spielen sollte. Ich weiß, dass ich die Story schon tausendmal erzählt habe, aber ich kriege nicht genug davon. Here come the Neo in Black. Ja. Haha, in Black. Ah, das war jetzt fies. Wieso? Bin ich der Einzige, dem das bei Man in Black aufgefallen ist? Siehst du, für sowas braucht man wieder einen Rassisten. Du gehst voll in der Rolle auf. Nicht wahr? Aber nee, ja, Will Smith als Neo? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, ob es so gut funktioniert hätte, weil ich finde, persönlich finde Keanu Reeves in der Rolle eigentlich ziemlich gut. Weil er spielt halt einfach einen Langeweiler und er ist ein langweiliger Schauspieler, bei aller Liebe. Warum haben wir da nicht direkt Kirsten Stewart genommen? Wer ist das? Ich glaube, du solltest ihm diesen einen Schandfleck nicht erklären. Das ist die Kleine, die total auf Glitzervampire steht. Ach die, oh Gott, die ständig aussieht, als wenn sie gerade aus einer Narkose käme. Ja genau, Narkotika. Oh Gott, ja. Ja gut, aber auch da, ne, sie spielt ein Dutzendgesicht, oder? Soll sie nicht ein typischer Teenie sein in dem Film? Typischer, naja. Langweiliger, nicht attraktiver, langweiliger, doofer... Doofer Keen. Genau. Nicht entscheidungsfähig. Mein Vampir-Boyfriend hat mich verlassen. Ich muss jetzt mehrere Male fast Selbstmord begehen, damit ich ihn im Adrenalinrausch sehen kann. Heilige Scheiße. Ach, Chief, was hast du hier jetzt schon wieder mit der Hütte angestellt? Das sieht doch hübsch aus. Ich finde, das sieht hübsch aus. Lass mich doch mit meinen Leitern Spaß haben. Alles wird einem verboten in diesem Spiel. Ich hab dir nichts verboten, ich hab mich nur darüber gewundert, was du da hier gemacht hast. Ich finde, es sieht hübsch aus.
Das Ding sieht von hier unten wirklich aus wie. Das Ding sieht von hier unten aus wie ein Vogonenraumschiff. Wo die Vogonen schön wohnen? So in etwa, ja. Ich rechne jetzt halb damit, dass die Erde gleich vernichtet wird, falls das hier die Erde ist. Hast du dein Handtuch dabei? Nee, leider nicht. Also, Jeev, du verstößt gerade gegen die oberste Überlebensregel. Hast du dein Handtuch dabei? Ich habe immer ein Handtuch dabei. Ah, verdammt. Tauli! Ach komm! Nee, ich weiß schon. Ich weiß nicht, ob dir dieses bekiffte Handtuch da weiterhilft. Handtuch ist Handtuch. Dammit! Ich hätte gern so ein 42 Handtuch. Oder ein keine Panik Handtuch. Ja, don't panic finde ich geil. Das ist ein Wahlspruch, den man auf diesem Planeten generell ein bisschen häufiger sich ins Gedächtnis rufen könnte. Das Schreckliche ist ja das Szenario, was die da gezeigt haben, von wegen, ja, wir haben es in einer ihrer, in einem ihrer Ämter zur Ausschreibung gestellt und dass es dann kein Schwein mitkriegt. Das kennt man doch. Ein bisschen, ja gut, ja. Aber das war ja auf einem anderen Planeten, das war ja Alpha Centauri, oder? Nee, die Ausschreibung von wegen, dass Arthur Dents Haus platt gemacht werden sollte, das war ja in... Nee, das nicht, aber dass die Erde platt gemacht werden soll. Das war in Alpha Centauri, genau, gerade mal 5 Lichtjahre entfernt oder so. Ja, also echt mal, das hätte man sich doch mal angucken können. So, aber damit genug für heute. Genau, genug der Literaturtipps. Genau, schreibt uns, was sind eure Lieblingsszenen aus Per Anhalter durch die Galaxis? Und wenn ihr keine habt, weil ihr Per Anhalter durch die Galaxis noch nie gesehen, gelesen habt, fuck off! Oder genau, nicht? In diesem Sinne, macht der Server ein Backup und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao! Ciao! Tschüss!